Um Kennzeichen oder Gesichter in DaVinci Resolve zu verpixeln, möchtest du zuallererst in die Color Page gehen. Hier möchtest du dir dann ein Power Window holen, welches deinem Subjekt am besten passt. In meinem Fall ist es hier das Rechteck. Das passt du dann auf die Größe an, die du verpixeln möchtest. Klickst dann hier drüben auf Tracker und lässt den Tracker diesen Bereich tracken, damit wir auch über die Zeit hin eine Maske haben. Und anschließend suchst du dir aus den Open Effects hier den Mosaic Blur, ziehst ihn drauf und schon hast du etwas verpixelt. Aber wenn das, was du verpixeln willst, aus dem Bild rausgeht, dann bleibt meistens noch die Maske als Rand zurück, weil hier der Tracker natürlich das Ganze nicht mehr findet. Und diesen Rand müssen wir natürlich wegkeyframen. Das bedeutet, im Tracker selber gehen wir zu dem Punkt, wo das Ganze das Bild verlässt, klicken hier von Clip auf Frame um. Damit bearbeiten wir die Position dieser Maske keyframe-basiert und nicht über den gesamten Clip hinweg, setzen also hier ein Keyframe, gehen etwas vor und ziehen das Ganze aus dem Bild raus. Und damit hast du kein Problem mit irgendwelchen Pixelrändern, die beim Verlassen des Bildes entstehen. Und wenn du gratis Transitions und so weiter für DaVinci Resolve brauchst, dann schau mal hier drüben. Ansonsten habe ich dir hier coole Effekte für deine Videos verlinkt. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.